This is a true love. This is a true love. My yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's mal darum, wie schnell wir Dinge für Fakten wahrnehmen, für absolute Wahrheiten, Wahrheiten von dem, was wir wahrnehmen, was immer so subjektiv ist, gerade in der heutigen Zeit. Und Wahrheit, letztliche Wahrheiten, umso absoluter die Wahrheit, umso einfacher. Die wirklich einfachen Dinge sind die Dinge, die funktionieren. Man muss es nur schaffen, seine Glaubenssätze, seine alten Glaubenssätze, die man sich sein ganzes Leben lang geschaffen hat, die zu hinterfragen, um zu neuen Glaubenssätzen zu kommen und sich Wissen einfach nie als absolut hinstellen, sondern sobald du meinst, du weißt was und es für fest, als festen Fakt hinstellst, kann dich dieses Wissen immer behindern. Du solltest immer offen sein, um dein Wissen immer zu revidieren. Und wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel die Menschheit vor 50 Jahren, hat man noch Sklaven in Teilen der Welt gehalten. Vor 50 Jahren hatten Frauen noch nicht überall Stimmrecht und so weiter. Und Sachen werden oft so schnell hingenommen als Tatsachen und als hätten wir es schon immer so gemacht. Heutzutage ist es völlig normal, dass jeder ein Handy hat. Bei diesen ganzen Sachen, die werden einfach eingeführt, man weiß nicht, wo sie hinführen, Gentechnik und so weiter. Man hat keine lebenslangen Experimente gemacht mit Menschen, mit Tieren oder Ähnlichen, wie sich Gentechnik auswirkt. Und die Menschheit ist halt ein Versuchstier dafür. Es wird einfach eingeführt, man weiß nicht, was passiert. Genauso mit Handy, Handystrahlung. Selbst das ist ja durch Studien nachgewiesen, wie schädlich das ist. Aber heutzutage ist einfach normal, dass jeder ein Handy hat. So, keiner macht sich Sorgen, wenn er sich irgendwie so ein Handy an den Kopf hält und sich in sein Gehirn reinstrahlt. Und Handys, als ich aufgewachsen bin, hat das halt gerade angefangen. Und jetzt ist einfach normal, dass jeder ein Handy hat und jeder das immer benutzt eigentlich. Aber das mal zu hinterfragen, ob das wirklich sinnvoll ist und ob das wirklich ein Fortschritt ist. Und ja, genauso, eigentlich glauben die Leute immer nur das, was sie sehen. Aber beim Handy ist es ja auch wieder witzig, da geht irgendwo Strahlung durch die Luft, du siehst nichts, aber dann redest du mit einer Stimme von einer anderen Welt, von einer anderen Seite von der Welt. Du kannst mit irgendjemandem aus China telefonieren oder so. Wie funktioniert das denn? Sowas nimmt man dann immer für selbstverständlich hin und macht dann irgendwelche Sachen, die man anders noch nicht sichtbar machen kann. Bei Krankheiten oder was auch immer, das sieht man dann immer wieder nur den Körper. Aber beim Handy zum Beispiel, das sieht man gar nichts. Du sprichst mit einer Stimme von einer anderen Seite der Welt. Und es geht durch die Luft. Ja. Es sind einfach mehr Dinge und diese ganzen Wahrheiten. Es ist immer nur so eine kollektive Wahrnehmung. Und wenn man sich eben mal klar macht, Sklaven, Frauenwahlrecht, Handys und so weiter, wie schnell diese Entwicklung war, du kannst ja deine Oma, deinen Opa fragen, deine Eltern. Für die war das nicht normal, dass sie damals ein Handy hatten. Die haben keine E-Mail gehabt, die haben irgendwie mal mit dem normalen Telefon vielleicht mal angerufen und jetzt sind sie vorbeigegangen beim Nachbarn oder so. Und diese Entwicklungen waren so rasant und dann werden die immer so schnell als Wahrheiten hingestellt oder als Fortschritt und du weißt nicht, wo das Ganze hinführt. Wenn man in die falsche Richtung rennt, ist es egal, wie weit du kommst. Und man muss einfach immer das Ganze sehen. Das Ganze muss man immer zuerst sehen.
Wenn du nicht weißt, wie was funktioniert, dann können Sachen völlig sinnlos erscheinen. Im Moment meint die Menschheit, sie wäre irgendwie auf dem höchsten Entwicklungsstand. Ich denke eher, dass es im Moment ein Tiefpunkt ist und jetzt kommt so die Wende. Der Materialismus wird wieder verschwinden. Das ist einfach nur eine Materialismus als Sackgasse der Menschheit erkennen, hat Rudolf Steiner zum Beispiel schon gesagt. Der Materialismus und das Ganze, das war vielleicht mal eine Zeit lang nötig. Der Mensch wollte das jetzt erfahren, aber jetzt wird es auch wieder Zeit, aus dem Ganzen auszutreten und wieder zu höheren Erkenntnissen zu kommen und nicht zu einer solchen primitiven Erfahrungen dran hängen bleiben. War schön, die zu machen, aber jetzt sollte man auch wieder weitergehen und fortschreiten. Hinaufpflanzen, nicht fortpflanzen, soll der Mensch sich. Und man muss eben immer das Ganze sehen. Manche Sachen kann man nicht begreifen, wenn man das Bewusstsein für nicht hat, wenn man nicht weiß, wie sie im lebendigen Zustand funktionieren. Wir forschen, es wird viel geforscht an toten Sachen, an toter Materie, an einem toten Körper will man verstehen, wie ein lebendiger Körper funktioniert. Das kann nicht funktionieren. Probier mal einen Computer anzuschauen, wenn er nicht läuft. Du kannst da nicht, wenn du den Sinn nicht, wenn du es nicht entwickelt hast, dann wird es so schwer sein für dich, diese Dinge nachzuvollziehen. Wenn du irgendeinem Indianer einen USB-Stick zeigst, der weiß nicht, was er damit anfangen soll. Wenn du sagst, hey, da ist die wertvollste Information der Welt, da ist alles drauf enthalten. Diesen USB-Stick, für ihn ist das nur so ein kleiner Stift, was weiß ich, Stöckchen. Du musst wissen, wie es funktioniert. Du brauchst ein Gerät, um es zu lesen, um die Information von dem USB-Stick lesen zu können. Und genauso müssen wir wieder unser Bewusstsein erweitern, um die Dinge wieder klar sehen zu können. Und man muss genauso, es ist wie Hans-Peter Dürr hat es zum Beispiel mit einem Satz verglichen. Wenn du einen Satz hast, du musst immer erst das Ganze sehen. Bei einem Satz geben ja auch der Sinn, den du dem Satz gibst, der einmal festgelegt wurde durch die Informationen, die die Reihenfolge der Buchstaben festlegt. Dadurch ergibt sich der Sinn vom Satz. Aber es bringt jetzt nichts, auf einen einzelnen Buchstaben zu schauen. Wenn ich jetzt aufs A schaue oder was auch immer, nur auf den einen Buchstaben von dem Satz jetzt gerade, dann wird sich der Sinn von dem Satz mir nicht erschließen. Es ist die Form und die Reihenfolge und der Sinn, dem ich, die Bedeutung, die man dem Ganzen gibt. Und in der Wissenschaft ist es halt im Prinzip so, wie wenn du einen Satz da stehen hast und alles ist heutzutage so in einem Detail verfangen. Du hast Fachärzte für jede Richtungen. Und so ist es, wie wenn du einen Pixel von dem einen Buchstaben anschaust, von dem Satz. Dieser Pixel sagt dir überhaupt nichts über das Ganze aus oder über die Information da drin jetzt. Es ist halt, ja, die Anordnung, die Form ist in dem Fall viel ausschlaggebender. Und aus dem Pixel von dem einen Buchstaben wirst du nichts rausfinden. Es ist wie den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Und heutzutage ist es so, dass man nicht mal die Bäume mehr vor lauter Blättern sieht, weil man nur noch so auf ein Detail fixiert ist. Man muss immer zuerst das Ganze sehen. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und die absoluten Wahrheiten sind so einfach am Ende. Wie zum Beispiel von Leben kommt Leben. Im Essener Evangelium steht zum Beispiel, wie du die Nahrung behandelst, was du in deinen Körper tust, das wirst du. Wenn du Lebendiges isst, dann wirst du lebendig. Wenn du Totes isst, wenn du Gefrorenes isst, wenn du Erhitztes isst, dann frierst du deinen Körper, dann tötest du deinen Körper und so weiter. Letztendlich werden die Sachen so einfach. Du musst nur dahin kommen, dass du deine alten Glaubenssätze über Bord wirfst und offen bist für neue Glaubenssätze, offen für Neues bist. Und wenn du immer offen bist für Neues,
wirst du irgendwann zu diesen ganz einfachen Dingen hinkommen. Du wirst die einfachen Sachen genießen können. Es ist nicht so, dass die Welt überall schlecht ist. Es ist immer nur die Linse, wie du die Welt siehst, deine Wahrnehmung. Es ist eigentlich traurig, dass man es nicht schafft, rauszugehen und einfach zu sehen, hey, der Himmel ist blau, die Sonne geht schön unter. Schau dir die Wolken am Himmel an, schau dir die ganze Natur an, alles ist perfekt. Der Winter ist perfekt, der Winter ist schön, ist gemütlich, ist kalt. Da gibt es kein Urteilen mehr, weil einfach alles schön ist. Es ist alles perfekt, wie es ist. Sommer ist schön, Winter ist schön, Frühling ist schön. Wenn alles wieder anfängt, im Herbst beginnt, es ist einfach ein Kreislauf und die Dinge passieren, man kann sie betrachten. Und da gibt es einfach nichts zu verurteilen.